Wir kommen auch so zu denen hoch. Cool. Mit einem Schlag kaputt. Der ist ja ganz schön geskillt, der Mr. Gibbs. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich nehme jetzt einfach mal Sparrow mit seinem schicken Hut. Ach ja, bis man sich hier mal durchgekämpft hat. 2 Jahre später. Ich vermisse so ein bisschen die normale Musik. So, fast geschafft, wahrer Ritter. Wahrer Ritter, wie komme ich jetzt auf Ritter? Ja, Jedi-Ritter. Wahrer Jedi-Ritter, haben wir fast geschafft. Jetzt müssen wir nur gucken, dass jetzt nicht unbedingt jetzt sofort das Level zu Ende ist. Das wäre ja ärgerlich. Aber ich befürchte es sogar fast, weil jetzt wird noch irgendwas passieren. Oder auch nicht. Müssen wir jetzt nicht hier den Damm einfach kaputt machen? Da kommen wir nicht hoch. Das geht auch nicht. Können wir vielleicht doch von der Liane aus uns irgendwo anders hin schwingen? So, nochmal hier hoch. So. Und jetzt irgendwie nochmal schwingen. Irgendwie so. Da zu dem hin. Nö. Auch nicht. Ich bin verwirrt, wenn ich das so sagen darf. Können wir von hier aus da hochspringen? Ebenfalls nicht. Was? Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Ach so. Ah, draufschlagen reicht. Und damit ist leider doch schon das Level abgeschlossen. Freies Spiel dafür aber freigeschaltet. Wir bekommen Jack Sparrow als Häuptling. Und haben wahrer Pirat natürlich nicht geschafft. 83%. Naja, so viel Mühe hatte ich mir jetzt auch nicht gegeben. Oh, ein Moment. Bin sofort wieder da. Erwähnte ich schon, dass es spät ist. Ich musste mal eben gehen, Verzeihung. Level abgeschlossen, bekommen wir noch einen goldenen Stein dabei. Und wir könnten jetzt zurück zum Hafen oder die Geschichte fortsetzen. Ich würde sagen, wir sind gut drauf. Wir setzen die Geschichte fort. Los geht's. Ja. Ladebildschirm. Laden muss mal sein. Ich sing neben der Musik. La la la, da 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 und tralala. Ein bisschen Bass muss sein. Und schon geht's in die nächste Zwischensequenz. Yay!
Na Gott sei Dank, ich dachte jetzt schon, wir müssen den Affen einfangen. Das wäre ja wieder elendig gewesen. Okay, wir müssen eine Pistole, ein Auge, einen Ball und so ein Säbel, Messer, Dingsbums hat er, Knochen finden. Der aber nicht hier ist. Okay. Untertauchen wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte einfach nochmal auf den Kompass gucken. Ich glaube, wenn das so aussieht, dann ist das noch gar nicht hier. Gut, dann nehmen wir erstmal das Auge. Das ist hier irgendwo. Und zwar hoffentlich irgendwie hier. Tüt. So, eine Schatztruhe. Hey, das ist, glaube ich, der erste Schatz, den wir finden in dem Let's Play. Dafür, dass es ein Piraten-Let's Play ist. Gar nicht mal so gut. So, kann ich den jetzt auch mal da dran? Ach so. So. Mein lieber Freund, ich habe dein Auge fallen lassen. Verzeihung. Ha, ich werfe mal ein Auge auf dich. Ha, ha, ha. Ja. Hier, kannst du wieder haben. Gut, damit haben wir ihn jetzt auch in der Truppe. Und er möchte seine Pistole haben. Wo ist die denn verborgen? Und verborgen geblieben. Da sind ganz schön viele Münzen. Nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich hier drin, oder? Also nicht das, sondern die Pistole natürlich. So, die bringen wir ihm jetzt auch noch. Bitteschön. Jetzt schließ dich uns mal an. Gut. Was machen wir denn jetzt noch? Jetzt machen wir hier erstmal noch alles kaputt. Ich gebe ja immer noch nicht auf mit dem wahrer Pirat-Status. Ein wahrer Pirat gibt nicht auf. Gut. So, dann einmal den Käfig aufs Floß. Und jetzt muss irgendjemand drehen. Ah, ich. Okay. So. Hier ist so eine Anlegestelle. Achso, da bleibt man dann stehen, oder was? Ah ja. Kann ich das eigentlich kaputt machen irgendwie? Nee, da brauche ich eine Feuerwaffe für, ne? Ich habe doch hier einem gerade einen gegeben. Wo ist der? Da ist er. Irgendwie scheint das nicht zu bringen. Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Nein! Gut, dann habe ich mich natürlich mal wieder getäuscht. Dann können wir im Prinzip eigentlich auch schon weiterfahren. Mein Gott, die armen Kerle, die müssen jetzt... Was war das? Ich habe so ein bisschen Angst. Was war das gerade da aus dem Wasser? Ich glaube, ich sehe da hinten einen Alligator oder ein Krokodil, je nachdem. Was man jetzt haben möchte.